Um herauszubekommen, was diese Betrüger wollen, haben wir einfach mitgespielt. Wir haben uns selbst einen Fake-Account erstellt. Die perfekte Beute für die Online-Betrüger. Meine Kollegin schlüpft für mich in meine neue Rolle. Ich bin 65 Jahre alt, Single und ich suche eine nette Frau. Ich habe geschrieben als Gentleman Thilo 1963. Meine Köder sind die Kommentare unter Jills Posts. Und siehe da. Nach 2 Tagen hatten wir schon mehrere Nachrichten in meinem Postfach, die mit mir sprechen wollten. Und alle waren angeblich von der echten Jill. Where are you from? I'm from Germany. I'm a single pornstar. Ja, ich mag dein Bild. Fan, kannst du mir mehr über dich erzählen? Wie ist dein Name? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Was sind deine Hobbys? Was machst du beruflich? Bist du verheiratet? Welches Lied magst du? Magst du reisen? Wohnst du zur Miete oder hast du ein Haus? Nach kurzem Hin- und Hergeschreibe wollen die Betrüger die Plattform wechseln. Wenn du mich wirklich liebst, können wir nur auf WhatsApp weitertexten und dann bekommen wir eine Telefonnummer. Weil die Fake-Accounts von Instagram regelmäßig gelöscht werden, drängen uns die Betrüger, die sogenannten Scammer, auf WhatsApp zu wechseln. In anonymen und verschlüsselten Chats eröffnen sie, worum es ihnen wirklich geht. Baby, geh einfach zum Laden und frag nach einer Geschenkkarte. Kauf sie und schick sie mir. Ich will eine iTunes-Karte. Schick mir den Code. Dreh sie um, kratz die Karte frei, fotografier sie und schick mir das Bild. Und dieses Spiel haben wir ein paar Mal gespielt, bis ein Fake-Account auf uns getroffen ist, der etwas anders war. Denn sobald wir keine Geschenkkarten kaufen wollten, brachen die meisten Accounts den Kontakt ab. Nur einer nicht. What's your name? It's me, Jill. No, I mean your real name. Oh, okay. Wir haben dann unsere Identität bekannt gegeben, dass wir einen Dokumentarfilm drehen und dass wir diesen Film über das Internet machen und über Instagram und Online-Erotik und Onlyfans. Und auch der Betrüger will dann auf einmal ehrlich sein. Und die Person war sogar ziemlich nett. Die falsche Jill schreibt uns, dass sie die Fans kontaktiert und versucht, etwas Geld zu verdienen. Und dass diese Masche, da wo sie herkommt, viele Menschen versuchen. Und plötzlich zeigt uns die Jill, wer sie wirklich ist. Hallo. Hallo. Hey, wie geht's dir? Natürlich haben wir an dieser Stelle nicht einfach aufgegeben, denn wir wollten wissen, wer die Person ist, die sich im Netz als Jill ausgibt. I wanna come visit. Wir würden dich gerne besuchen kommen. Wirklich? Yes. Ja. Oh, that is nice. Das wäre schön. In der Hoffnung, den Betrüger tatsächlich live zu sehen, schlagen wir ein Treffen vor. Und der junge Mann sagt tatsächlich zu. Wir reisen nach Nigeria. Eine Reise, die uns vom winterlichen Berlin an die westafrikanische Küste führt. 9 Stunden später erreichen wir unser Ziel, Lagos. Die Metropole ist mit geschätzten 22 Millionen Einwohnern eine der bevölkerungsreichsten Städte Afrikas. Die Boomtown ist das vibrierende Zentrum des westafrikanischen Landes. Mit seinen Hochhäusern und Vergnügungsvierteln verspricht Lagos Reichtum und Erfolg. Auf den ersten Blick ist hier nichts von den Konflikten, dem Terror und der Gewalt zu spüren, die abseits der Stadt die Nachrichten bestimmen. Bevor ich nach Nigeria gefahren bin, habe ich auf der Seite des Auswärtigen Amts mal geguckt, was mich hier für Gefahren erwarten. Und einer der überraschendsten Punkte auf dieser Liste war nicht etwa Entführungen, Krieg, Krankheiten, sondern da stand, bitte fahren Sie nicht nach Nigeria, wenn Sie sich mit einem Scammer vorher im Internet unterhalten haben. Das haben wir getan, sehr lange. Wir haben mit einem Menschen gesprochen, der so getan hat, als wäre er Jill Hardener. Und ich bin jetzt nach Lagos gefahren, um herauszubekommen, in welchem Zusammenhang steht dieser Mann mit der jungen Erfurterin in Deutschland, die sehr erfolgreich auf OnlyFans ist.
Der Scammer hat uns im Vorfeld eine Adresse gegeben, an der wir auf ihn warten sollen. Als wir am Abend an dem Treffpunkt ankommen, ist von dem Mann aus dem Videoanruf zunächst nichts zu sehen. Doch plötzlich geht alles ganz schnell. Ist er's? Ja, das ist er. Umarmen wir uns? Ja. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Als Ayo vor uns steht, bin ich überrascht. Der junge Mann wirkt so gar nicht wie jemand, der versucht, im Internet Menschen zu betrügen. Und du bist Jill Hardener? Genau, wir verkabeln sie und ich mache einen Test. Corona-Test? Corona-Test? Okay. Um in Ruhe sprechen zu können, gehen wir in ein Restaurant. Warum ausgerechnet Jill Hardener? Nein, Jill Hardener ist einfach nur sehr bekannt. Wir benutzen aber auch die Bilder von anderen Stars. Okay. Wie viele Chats hast du gleichzeitig? Also mit wie vielen Menschen sprichst du auf einmal? Es sind viele. Sogar ziemlich viele. Wie schaffst du es, bei so vielen Kontakten nicht den Überblick zu verlieren? Also wem du geschrieben hast? Ich habe das alles im Kopf. Wir sind ziemlich schlau, obwohl wir nicht lange in der Schule waren. Ich wurde eingeschult und schon ein Jahr später musste ich die Schule wieder verlassen. Ich frage mich gerade, wie es wäre, wenn ich jetzt Jill anrufen würde. Wollen wir das machen? Nur mit dem Handy natürlich, nicht in echt. Ayo ist mit meinem Vorschlag nicht einverstanden. Was mir vorkommt wie eine spannende Idee, nämlich die beiden Welten zusammenzubringen, ist dem jungen Mann sichtlich unangenehm. Und er möchte das Interview abbrechen. Möchtest du noch weiter darüber sprechen? Über was? Über das Thema. Nein. Er will nicht weitersprechen. Okay, dann hören wir auf. Nicht? Okay, dann hören wir auf. Gerade kam es zu einer relativ unangenehmen Situation. Und zwar hat er gerade gesagt, können wir das Gespräch vielleicht doch nicht führen? Ist es mir unangenehm? Und in dem Moment habe ich realisiert, das ist eigentlich gar nicht so witzig. Weil niemand, glaube ich, sitzt gerne in den Slums von Lagos vor seinem Telefon und tut so, als wäre eine Frau aus Erfurt. Und das habe ich vergessen. Wir beenden das Interview für den Abend und verabreden uns stattdessen für die nächsten Tage. In die Nacht gehen wir mit einem mulmigen Gefühl. Wir haben uns hinreißen lassen von der Idee, einen der Männer zu finden, der sich als Jill ausgibt. Die Absurdität war so verlockend und wir wollten ihr nachgehen. Aber dabei haben wir vergessen, dass es um viel mehr geht als um die Erfurterin.